Gott, liebe Zuschauer, ich darf mich kurz vorstellen, ich bin der Pater Wolfgang Buchmüller. Ich unterrichte an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI. Im Stift Heiligenkreuz, virtuelle Theologie. Und wir haben beide, wir haben gemeinsam die Freude, uns hier auf ein spirituelles Thema einzulassen, nämlich die Beziehung des Menschen zu Gott. Diese Frage ist vielleicht nicht ganz unerheblich. Es ist die Frage, was ist die Motivation meiner Gottsuche? Suche ich mich selbst? Suche ich Gott? Suche ich meine Vorteile? Suche ich irgendwelche Verdienste? Und das war ja schließlich auch eine der Hauptfragen, die Luther sehr beschäftigt haben, wo er eben gesagt hat, diese Werkgerechtigkeit, die er in der spätmittelalterlichen Spiritualität gefunden hat, ist letztlich ein großer leerer Popanz. Heutzutage erleben wir aber das Gegenteil, dass die Rede von den Verdiensten wieder in Mode gekommen ist, und zwar durch den Buddhismus, wo sich alles um diese Frage der Verdienste dreht, nicht? Wenn ich einem buddhistischen Mönch eine Reisschale gebe, dann wachsen meine Verdienste auch. Das ist auch eine Hilfe für die Verstorbenen, für die ganze Familie. Und ähnlicherweise finden wir es auch im Evangelium. Das heißt, wer einem Propheten ein Glas Wasser anbietet, der wird den Lohn eines Propheten erhalten. Jesus spricht immer wieder vom Lohn des Himmelreichs. Und ja, er spricht nicht von verschiedenen Erleuchtungsstufen oder von verschiedenen Graden eines Platzes im Himmel, aber er spricht immer wieder von diesem Königreich Gottes. In der Scholastik gab es den etwas schockierenden Satz, also zumindest für unsere Ohren, da hieß es, das christliche Leben ist ein Leben, dem Lohn in der Ewigkeit gebührt. Das heißt, es ist ein Leben, das aus und mit und durch und für Gott gelebt wird, und Gott in seiner Liebe hat beschlossen, es zu belohnen, eben durch seine Gegenwart und durch ein Sein in der neuen Welt, auf der neuen Erde, in diesem neuen Reich der Liebe. Es ist sozusagen so, dass Gott seine eigenen Gaben im Menschen krönt. Das heißt, das, was er selber gegeben hat, will er selbst wachsen lassen, aber nicht ohne, dass der Mensch sich selbst dazu investieren muss, dass er seinen eigenen Teil leistet. Also für uns ist es eine Frage, was soll diese Rede vom Himmelreich? Ist das ein egoistische Manie von irgendwelchen Frömmlern, oder sagt mir der Begriff Himmel etwas, hat das eine Bedeutung für mein jetziges Leben? Und wie soll dieser Himmel auf diese Erde, soll dieser Himmel zu mir kommen? Letztlich steckt aber hinter dieser Frage mehr eine Frage nach der Beziehung zu Gott. Und das ist die eigentlich entscheidende Frage, nämlich, bin ich in der Lage, zu Gott eine Beziehung aufzunehmen? Liegt mir etwas an dieser Beziehung? Wächst diese Beziehung? Und zu welchem Grad kann sich diese Beziehung steigern lassen, dass es eine erfüllende und glücklich machende Beziehung ist? Unter dem Theologen des Mittelalters, oder spirituellen Theologen des Mittelalters, ragt in gewisser Weise auch Bernhard von Clairvaux hervor. Er hat in einem Brief an die Kartäuser, den er dann also als seinen eigenen kleines Büchlein ausgearbeitet hat, als ein Traktat,
Dort hat er also ein Werk geschrieben, das er übertitelt De Diligendo Deo, über die Liebe zu Gott. Und es wird datiert auf das Jahr 1141. Da macht er sich einige Gedanken über diese Frage. Und er sagt ja, von Natur aus müsste die Liebe im Menschen ihn selbst antreiben, auf diese Einheit zwischen Gott und Geschöpfer hinzuleben. Aber es ist so, dass die Erbsünde, die Ursünde, diese ursprüngliche Harmonie zwischen Gott und Mensch zerstört hat. Und dass der Mensch zwar zumindest teilweise erblindet ist, aber trotzdem diese Wunde in seinem Herzen trägt, diese Wunde, die ihn Ausschau halten lässt an dem unendlich Guten, dem Wahren und Schönen im Menschen, in den anderen Menschen und in der Welt, die ihn also nach Gerechtigkeit und Wahrheit suchen lässt. So stellt sich Bernhard einige Fragen. Aus welchem Grund sollen wir Gott lieben und vielmehr woher oder wie verdient Gott Liebe? Und zweitens, was soll das Maß unserer Liebe zu Gott sein? Und drittens, für welche Belohnung sollen wir Gott lieben? Zur ersten Frage bemerkt Bernhard, dass es ja für Gott etwas Leichtes ist, also Juden, Moslems, Ungläubige und Heiden zu motivieren, ihn zu suchen. Und er sagt, es gibt so viele Dinge, mit denen Gott den Menschen jeden Tag von Neuem beschenkt, wie zum Beispiel das Brot, das, ja, von dem wir leben, das Licht, die Sonne, sozusagen die natürliche Offenbarung, die uns zeigen lässt, dass hinter der Schönheit des Kosmos ein großer, liebender Gott sein muss, nicht wie es, Sergei Bulgakov gegangen ist, der eben als Professor des Atheismus schon vor der russischen Revolution also die Sein und die Existenz Gottes geleugnet hat, aber wie er dann den Gebirgszug des Kaukasus von seinen Augen hat, ist er derart überwältigt, dass er in Tränen ausbricht. Und dass er sagt, ja, diese Schönheit, die kann nur eine personale Dimension haben. Es muss einen Gott geben, der unendlich gut und schön ist. So sehen wir, dass der Mensch eben in sich selbst, also nicht nur das Tier ist, sondern eben auch, dass er Fähigkeiten zum Guten, zur Erkenntnis, einen Sinn für das Schöne, für die Musik in sich trägt, ja, dass er sogar bereit ist, über sich selbst hinaus zu wachsen und sein Leben für andere zu opfern, für andere einzusetzen. Und Dinge, die also nicht mehr so einfach erklärbar sind mit dem Egoismus der Natur oder der Art oder der Rasse. Letztlich ist es doch der freie Wille, der den Menschen zu einem Menschen macht, nämlich die Freiheit und die Souveränität zwischen Gut und Böse zu wählen und ja, aus freien Stücken eine sittliche Handlung zu setzen. Das heißt, ich opfere etwas von mir selbst oder ich entscheide mich oder ich kämpfe etwas für etwas und kämpfe das dafür und kämpfe mit allen Kräften, weil ich erkannt habe, dass das gut und wahr ist. Und ich möchte anderen Gutes tun und für die Welt etwas Gutes sein. Letztlich ist es aber doch auch immer wieder ein Weg, der mit Enttäuschungen verbunden ist, wenn ich für andere etwas tue oder mich für andere einsetze, weil wir da auch mit gewissen Gefahren rechnen müssen, wenn ich mit einem Einbrecher befreundet bin und dann mit ihm einen Coup lande, dann ist die Frage, ob das dann letztlich ein Erfolg für meine Persönlichkeit gewesen ist. Oder wenn ich für jemanden etwas getan habe, kann es sein, dass er mich rücksichtslos ausnimmt, mich ausnützt oder dass er mich zu Dingen hinzieht, die ich eigentlich nicht will, aber die ich aus Sympathie eben mitmache. Und da ist eben die Frage, ja, kann ich mich ganz und total einem Menschen verschreiben? Und das ist eher eine Frage, die sich nur negativ beantworten lässt, nämlich nur Gott kann ich ohne Maß, ohne Hemmung, also aus ganzen
Stücken lieben, den anderen Menschen schon, aber ich muss Gott im Menschen entdecken oder das, was ihn mit Gott verbindet oder was uns mit Gott verbindet. Und dann wird diese Liebe eine wahre, echte und gute Liebe sein, die keinen Zwang ausübt, sondern die eben auch diese Freiheit lässt, die Gott dem Menschen übergeben hat. Und so ist also schon von Severus von Mileve, einem Freund des heiligen Augustinus, dieses Wort geprägt worden: Nur Gott allein verdient es, ohne Maß geliebt zu werden. Bernhard spricht von verschiedenen Stufen einer Beziehung zu Gott. Er sagt, ja, die erste Stufe kann nur die Liebe zu sich selbst sein. Und das überrascht uns nun ein wenig, weil wir sagen, ja, ist Egoismus und Liebe nicht ein Gegensatz. Aber Bernhard sagt eher, man kann niemand anderen lieben, wenn man nicht zuerst einmal sich selbst erwählt hat, wenn man sich selbst angenommen hat und wenn man sich selbst wohl in seiner Haut fühlt. Also ein gesunder Egoismus steht am Anfang der Suche nach Gott. Da sagt Bernhard, das ist eine fleischliche Liebe, mit der der Mensch vor allem anderen sich selbst um seiner selbst willen liebt. Er hat noch an nichts Geschmack als an sich selbst, wie geschrieben steht, zuerst kommt das Irdische und dann erst das Überirdische. So heißt es im 1. Korintherbrief 15,46. Trotzdem kann der Mensch nicht als Monade in diesem Weltall bestehen. Er ist nicht auf sich selbst hin konzipiert, sondern auf Gemeinschaft, auf eine Beziehung. Und so führt der Impuls der Liebe, der Nächstenliebe, den Menschen über sich selbst hinaus. Es geht nicht nur um animale Interessen, sondern er sieht, dass er gerufen ist, in eine Beziehung mit seinem Bruder einzugehen, einzusteigen. Und das lässt nach Bernhard, und das ist sehr interessant, wo er sagt, dass das ist diese Grenze des Atheismus, wo ich eben spüre, ich möchte jemanden wirklich lieben und ich kann es nicht. Ich möchte mich ganz schenken, aber ich sehe meine Grenzen, ich sehe meine Ecken und Kanten und ich spüre, es gelingt nicht. Und da sagt er eben, das ist eine wirkliche Motivation, Gott zu suchen, indem ich ihn bitte, mir diese Kraft oder diese Liebe zu schenken, dass der andere wirklich glücklich durch mich werden kann. Das ist sozusagen eine Art natürlicher Gotteserkenntnis. Bernhard sagt, er, der die Natur geschaffen hat, schützt sie auch. Denn so wurde sie geschaffen, dass sie notwendigerweise ihn als Schützer braucht, der auch ihr Schöpfer war. Damit das Geschöpf sich dessen bewusst bleibe und nicht, was ferne sei, die Wohltaten des Schöpfers sich selbst zuschreibe, will der Schöpfer selbst nach einem verborgenen und heilsamen Ratschluss, dass der Mensch von Trübsal bedrängt wird. Damit der Mensch, wenn er eben sozusagen wie am Ende sei und ihm Gott dann zu Hilfe eilt und wie er von Gott in seiner Not befreit wird, dass er erkennt, dass es Gott ist, der ihn rettet. So wie es heißt, rufe mich an am Tage der Not, dann rette ich dich und du wirst mich ehren. Das ist keine so theoretische oder lächerliche Angelegenheit, sondern das ist eine sehr menschliche und existenzielle Suche, die jedem Menschen aufgegeben ist. Ich erinnere mich an einen Fall, wie ich einen Freund, ein Mädel kennengelernt habe, die Krankenschwester war. Und ihr familiärer Hintergrund war aber folgender, dass also jeder Glaube an Gott in der Familie verboten war, und auch wie ihre Schwester gestorben ist, haben sich alle versammelt und an ihrem Grab gesungen: Imagine there's no religion, everybody's living in peace. Also stellt euch vor, wie schön es ist, wenn es keine Religion gibt, dann leben alle Menschen im Frieden. Allerdings hat sie diese Ignoranz Gottes nicht im Frieden sein lassen. Und zwar ist das folgende geschehen. Also mein Freund ist mit diesem Mädchen und ihrer Schwester über die Autobahn gefahren und bei 140 Kilometern sind sie über Glatteis ausgerutscht und das
die Schwester, die sich nicht angeschnallt hatte, wurde aus dem Auto herausgeschleudert und ist in den Armen ihrer Schwester gestorben. Und so wurde sie mit dem Geheimnis des Todes konfrontiert. Also sie konnte nicht mehr schlafen, höchstens 3 Stunden, und musste ihre Arbeit aufgeben, alles, was sie hatte. Und einfach, sie konnte nur noch vegetieren. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, das, was du dich wirklich fragst, ist die Frage, gibt es einen Gott und gibt es ein Leben nach dem Tod? Und wenn wir eben auf die vielen Berichte von wiederbelebten Menschen stoßen, dann sehen wir, dass es da eine Hoffnung gibt. Und dann, wie sie in ihrer Not eine Kerze anzündet für ihre Schwester, findet sie auf einmal den Frieden, der sie schlafen lässt und der sie auch wieder frei werden lässt von ihren Ängsten und ihrer Verzweiflung. Und es ist tatsächlich so, dass Gott diese Verzweiflung zulässt, damit der Mensch sich auf eine Sinnsuche begibt, um eben dann gereift das Leben wirklich zu erwählen und dann auch zu leben. Wie eben Bernhard sagt, wenn nun häufig Bedrängnis über dich kommt und du dich häufig an Gott wendest und du auch von Gott Hilfe erlangst, muss da nicht schließlich deine Brust, und wäre sie auch aus Eisen, oder dein Herz, und wäre es von Stein, sich erweichen lassen. Nachdem du so oft befreit wurdest, wegen der Gnade des Befreiers, bis letztlich der Mensch Gott liebt, nicht nur um seines eigenen Vorteils willen, sondern auch Gottes wegen. Das heißt, wenn der Mensch gute Erfahrungen mit Gott gemacht hat, also wenn nicht nur hier eine Kerze aufgestellt hat, um gute Prüfungen zu erreichen und um im Leben weiterzukommen, meinetwegen sogar seine Konkurrenten auszustechen, dann wird er sehen, dass es tatsächlich so etwas gibt wie ein Vertrauen, das wächst, und diese Freundschaft mit Gott. Und das führt tatsächlich zu dieser paradoxen Erfahrung, dass der Mensch dann eben sich selbst vergisst aus der Liebe zu Gott heraus, das heißt, dass er sich so schenken will, und wie er merkt, dass ihn das aber von sich selbst befreit. Und so schreibt Bernhard: Selig und heilig nenne ich den, dem solches in unserem sterblichen Leben ganz selten, vielleicht auch nur einmal und dann auch nur blitzartig, kaum in einem eigenen Augenblick zu erfahren geschenkt wird. Denn dich selber gewissermaßen zu verlieren, als hättest du aufgehört zu existieren, dich selber gar nicht mehr zu spüren, deiner selbst beraubt und beinahe zunichte zu werden, ist ein Zeichen himmlischen Wandels, nicht menschlicher Empfindung. Und wo ein Sterblicher plötzlich und wie gesagt für einen einzigen Augenblick dorthin zugelassen wird, da betrachtet ihn die böse Welt sofort mit Neid. Bernhard spricht dir etwas Mystisches an, dass es dem Menschen manchmal geschenkt sein kann, dass er sich selbst zurücklässt und sich eben für eine Sache total und ganz einsetzen kann und dass ihn das befreit. Wie mir eine junge Frau erzählt hat, ja, also wie sie bei den Schwestern von Mutter Teresa gewesen war, dann war das kein Horror oder kein ständiger Stress, sondern es war die glücklichste Zeit, die sie in ihrem Leben geschenkt bekommen hat. Denn sie hat gesagt, ich hatte nicht einmal eine einzige Minute Zeit, an mich selbst zu denken. Und das hat mich frei gemacht. Letztlich ist das auch eine Antwort auf die Frage, was ist das mit der Beziehung zu Gott? Letztlich ist es eine Beziehung, die uns frei macht, die uns glücklich sein lässt. Und es ist nicht dann die Frage, ja, habe ich das nur getan, um jetzt hier bei Gott gut angeschrieben zu sein oder um Verdienste zu erwerben, sondern es ist eher die Frage, für wen tue ich es? Und das lässt mich wirklich glücklich sein. Denn ich tue jetzt etwas für jemanden, der auch mein Freund ist. So hat auch die Kirche gesagt, ja, es ist nicht so, dass wir jede Art von
himmlischen Dom verachten oder verlachen sollen und sozusagen jetzt hier nur ganz nüchtern das Gute tun sollen, sondern wir sollen nicht vergessen, dass es letztlich um eine Beziehung geht. Und deswegen können wir auch nicht daran uninteressiert sein, Jesus zu treffen und für ihn zu leben und mit ihm zu leben. Und Teresa von Avila korrigiert unser Gottesbild, indem sie uns aufzeigt, es geht nicht um irgendwelche messbaren Verdienste, die sich sowieso nach dem Maß der Liebe bemessen, wie Thomas von Aquin sagt, sondern sie sagt, das christliche Leben ist ein Leben der Freundschaft mit Gott. Wie es eben auch im Johannesevangelium 15,15 heißt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Ich habe euch meine Freunde genannt. Diese Definition hat den Vorteil, dass sie das Denken in der Kategorie von Hoffnung und Lohn zugunsten einer Sehnsucht nach Einheit überwindet. Denn die Interesselosigkeit, wie sie von der französischen Schule im Sinne Fénelons vertreten wurde, also diese Amour désintéressé, also eine Liebe, die nicht sich selbst sucht, hatte doch etwas von einem stoischen Gleichmut an sich, das heißt einer Leidenschaftslosigkeit, wo es eben um eine Freiheit von Emotionen geht. Und aber es ist letztlich etwas fast Unmenschliches, oder weil es eben nicht diesen Eros der Liebe mit einschließt, der ja auch auf Gott hin abzielt. Der Quietismus, der also die Seelenruhe, also das Gleichmütige durchs Leben schreiten zum Ziel hat, wird von der christlichen oder eher christlicheren, dynamischeren Idee einer Beziehung mit Gott abgelöst. Das war noch einmal ein Versuch über das Thema Spiritualität, insbesondere über die Frage, wie sieht es im Verhältnis zwischen Gott und Mensch aus, was ist die Beziehung zu Gott? Ist sie eine egoistische Beziehung? Ist sie eine zweiseitige Beziehung? Ist es eine Beziehung der Freundschaft? Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, liebe Zuhörer. In der nächsten Folge soll es über die Gegenwart Gottes im Menschen gehen.